Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Wir schauen uns also einmal die Rückseite hier von den Origami-Gärten bzw. von der Wippwiese an. Und suchen daneben den Poochies auch dieses Schild mit der Biene drauf. Vielleicht nochmal nachschauen, ob es tatsächlich ein Schild war. Ich weiß es gar nicht. Vergesse wie immer natürlich, wie das hier heißt. Ja, doch, ein Flatterschild ist das. Okay, also wir suchen den Flatterschild. Oder das Flatterschild. Auch wie süß. Von hinten kann man die Shy Guys noch ein bisschen besser erkennen. Also, dass sie sich hinter diesen Büschen da verstecken. Sieht ja echt herzallerliebst aus mal wieder. Ah, die Maulwürfe, die haben sich jetzt nicht großartig verändert in dieser anderen Ansicht hier. Also, was haben wir hier unten? Die Flasche. Da ist aber aus dieser Ansicht hier leider nichts drin. Ich habe mal wieder nicht drauf geachtet, wie viel Zeit ich hier habe, um die Poochies zu sammeln. Wahrscheinlich wieder so 3:30 um den Dreh. Da unten ist einer. Na komm her, Poochie. Poochie. Na, wo ist er denn? Ach, hier hoch. Will er springen? Wie lange läuft er denn hier lang? Oh, und da ist er. Er ist nach unten gesprungen. Und da können wir ihn dann abschießen wahrscheinlich. Also. Na komm, Poochie. Ach, komm schon her. Und da haben wir den ersten schon mal gerettet. Und auch einen Mittelpunkt hier erreicht. Jetzt habe ich natürlich hier 0,0% auf den Schild geachtet im Hintergrund. Auf das Schild. Oh, da vorne ist ein Poochie. Jo, und den haben wir auch. Also zwei Stück haben wir schon mal. Ja, bis jetzt ja sehr leicht hier. Also großartig Probleme haben wir jetzt momentan noch nicht. Schauen wir mal weiter. Ich hoffe, wir hören gleich ein wunderschönes Bellen. Ah, die beiden Shy Guys, die hier sitzen, die futtern wir natürlich auch. Wir nehmen hier alles mit, was wir kriegen können. Da hinten ist das Schild. Da hinter uns, ihr seht es schon. Da können wir mal einmal gegenballern. Und das heißt, das Collectible haben wir also. Nein, ach, jetzt habe ich Level beenden gedrückt. Ich Idiot. Ah, das wollte ich gar nicht. Ach, jetzt habe ich mich vertan hier. Ah, wir müssen wahrscheinlich gleich sowieso nochmal in den Level rein, weil wir da noch eine Aufgabe haben. Also, Flatterschild gefunden. Wir kriegen eine Blume überreicht. Und weiter geht's. Als nächste Aufgabe haben wir 6x Kohl. Rückseite eines Gebiets mit einem großen Monty-Maulwurf. Okay. Das dürfte ja wieder hier sein. Nö, stimmt gar nicht. Mit einem großen Monty-Maulwurf, das ist hier natürlich. Also gehen wir mal in den hinteren Teil des Levels. 4 Minuten 30 haben wir Zeit, alle von diesen Poochies zu sammeln. Und wir müssen auf jeden Fall deutlich auf Kohl achten. Also es geht hier um Kohl. Und zwar nicht um den lieben Helmut. Sondern um Kohl im traditionellen Sinne. Okay, also der ist aus der anderen Richtung auch ein Autoscroller-Level. Oder das hier ist ein Autoscroller-Level, auch aus der anderen Ansicht aus. Da hinten ist ein Poochie hinter. Wie kann ich den denn treffen? Ah, Moment, der läuft hier entlang. Ah! Da vorne ist Kohl. Ah, Mann, ich werde hier die ganze Zeit blockiert. Das gibt's doch gar nicht. Ach, Poochie, bitte. Oh, jetzt aber. Und da haben wir ihn. Also, den ersten Poochie haben wir schon mal. Und den ersten Kohl haben wir auch. Bis jetzt läuft's. Könnte auf jeden Fall deutlich schlimmer sein. Ah, hier haben wir eine Melone oder was? Ich glaube, von vorne war das eine... Nee, Melone. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Eine Paprika könnte das sein. Melone macht eigentlich gar keinen Sinn. Das wird wahrscheinlich eher eine Paprika hier darstellen. Ah, alles abschießen. Ich meine, der Level ging ja etwas länger. Da unten ist ein Kohl. Direkt mal abknallen. Zwei Kohl haben wir schon. 2x Kohl.
Was ist die Mehrzahl von Kohl? Kohl. Ein Kohl, viele Kohl wahrscheinlich. Und damit den nächsten Pucci. Nummer 2. Oh, hier ist nichts versteckt. Wahrscheinlich ist es hier schwieriger, den Kohl zu sammeln als die Pucci's. Allgemein fand ich diese Welt bis jetzt zumindest noch sehr entspannt. Also ich war jetzt nichts dabei, wo ich so sagen würde, das hat mir jetzt richtig Kopfzerbrechen bereitet. Da gab es in der ersten Welt schlimmere Sachen. Ah, mal den hier noch kaputt machen, den Kollegen. Ah, eieiei. Musste ja eigentlich gar nicht alle kaputt machen, die Viecher. Das musste ich nur auf dem Hinweg. Aber ich probiere es trotzdem mal einfach, damit ich nicht aus der Übung komme. Denn den Hinweg, den müssen wir ja auch nochmal machen. Wir müssen ja hier noch ein bisschen was sammeln. Da sind wir das letzte Mal ja an ein paar Gegenständen noch vorbeigelaufen. Die Musik ist hier übrigens sehr, sehr witzig. Eine schöne Arcade-Musik. Die ermutigt einen ja nochmal hier dran zu bleiben. So, da hinten haben wir... Nee, ein Radieschen. Ich dachte, da hinten hätten wir noch einen Kohl. Hat nämlich nicht richtig gesehen. Oder ist das ein Radieschen? Oder ist das eine Möhre? Könnte auch eine Möhre sein. Pucci und Gemüse. Wo seid ihr? Wo habt ihr euch versteckt? Aha. Egal, mehr Maulwürfe abknallen. Die regnen ja hier die ganze Zeit runter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich weiß gar nicht, was die hier überhaupt wollen. Wobei, das ist ja so eine Art Gemüsefeld hier. Oder ein Gemüsebeet. Und ich weiß natürlich nicht, ob bei amerikanischen Gemüsebeeten standardmäßig so viele Maulwürfe rumtollen. Würde es den Amerikanern jedenfalls nicht gönnen. Oder Amerikaner stimmt ja gar nicht, ein japanisches Spiel, also bei den Japanern. Das ist ein standard japanischer Garten hier. Voller Maulwürfe. 100.000 Maulwürfe. So, einen von den Kohldingsies brauchen wir noch. Und da hinten ist er. Jupp, und wir haben ihn abgeschossen. Und beenden den Level, denn wir haben ja auch alle Pucci's bekommen. Und wir sind hier unter... Nein, ach, das hat nicht gezählt. Für unter 4,30. Ach, da muss man also bis zum Ende des Levels laufen. Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist irrelevant. Also ich dachte, man würde diese 4,30 Zeit-Challenge auch bekommen, wenn man hier in der Mitte den Gegenstand abgibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, wir sind ja noch ein paar Mal in den Levels drin, also gar kein Problem. Er benötigt jetzt ein Flaschenhaus. Irgendwo, wo es blühende Blumen gab. Also wahrscheinlich hier. Ja, aber diesmal auf der Vorderseite. Dann können wir jetzt auch noch mal ein bisschen nach roten Münzen hier Ausschau halten. 6 rote Münzen noch. Mann. 6 rote Münzen und eine Flasche müssen wir suchen. Dann nehmen wir mal direkt den Shy Guy hier. Wie sieht ihr denn aus? Ah, ja. Da kann ich mich aber dran erinnern. Dieses Flaschenhaus ist auch ziemlich groß. Also das müssten wir auf jeden Fall erkennen. Ja, wo können wir denn hier noch nach roten Münzen suchen? Wir könnten jetzt hier maximal mal überall noch draufstampfen, weil ich habe das erste Mal, als ich in dem Level war, ja gelernt, dass man hier auf manche Pflanzen stampfen kann und dass dann irgendwas passiert. Oder auf manche Blumen eher gesagt. Den ganzen Kram hatten wir hier beim letzten Mal ja schon. Damit werden wir nicht glücklich. Und wir können natürlich mal gucken, ob wir noch irgendwo nach vorne laufen können oder so. Teilweise sieht das hier immer so aus, als ob es da irgendwelche Wege gibt. Aber das hat auch manchmal wirklich nur den Anschein. Also manchmal ist das eher so eine optische Täuschung. Pflanze hier kaputt. Aber da haben wir auch nichts für bekommen. Gehen wir hier bei dem Rad noch entlang. Naja, das hatten wir schon das letzte Mal, als wir hier waren. Da drunter. Haben wir das abgeschossen? Ja, hatten wir auch. Ah. Hier kommt ja gleich diese Zeit-Challenge, glaube ich, irgendwo. War das hier schon? Nee. Ist auch noch ein bisschen weiter vorne. Kann man hier drauf stampfen? Nee, kann man auch nicht. Kann man mit dem Scheiger hier was machen? Auch nicht. Nirgendwo kann man hier was machen. Das sind die beiden Scheigers, die sich aneinander gelehnt haben. So süß, die Kleinen.
Hier haben wir auch nichts. Kann man dieses Tor hier vielleicht abschießen? Ah, da kann man einen Schmetterling abknallen. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, da gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich auch irgendwann eine Prüfung sein wird. Oder hier so eine Souvenirsammelaufgabe. Das würde jedenfalls Sinn machen, denn die sind hier ganz gut verstreut, diese Schmetterlinge. Ah! Sollt euch fressen lassen und nicht mich fressen, ihr kleinen Maulwürfe. Haben wir da was? Nein, auch nicht. Hier im Hintergrund? Nö. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Das Drehen dieses Rades, das hatte ich aber auch das letzte Mal schon ausprobiert. Passiert aber auch nichts. Irgendwo müssen hier sehr, sehr gut versteckt noch rote Münzen sein. Kann man ja wirklich nur raten. Schießen wir mal nach hinten. Nee, die Münze, die hatten wir auf jeden Fall schon. Haben wir die drei Fragezeichenwölkchen das letzte Mal? Ich glaube zwar ja, aber ich schließe trotzdem ab. Da hinten haben wir übrigens das Häuschen. Und natürlich schießen wir das auch gleich ab, aber erstmal kümmern wir uns hier um Fragezeichenwolke noch. Ah, da war auf jeden Fall auch nichts Verwertbares bei. Wir gehen hier noch einmal... Oh, da war ein Fragezeichen. Hatte ich das schon? Nein, das waren welche, die haben wir noch nicht gehabt, diese roten Münzen hier. Glück gehabt. Boah, die sind teilweise so fies versteckt, diese Wolken. Ich weiß gar nicht, wie man da drauf kommen soll von selbst. Eine nahezu unmögliche Aufgabe. Ich muss mich ja auch überall fallen lassen. Ihr merkt schon, ich fange schon an zu stottern, weil es mich so aufregt. Ja, aufregt nicht, aber... Weil ich echauffiert darüber bin, dass diese Fragezeichenwölkchen hier so schlimm versteckt sind. Schließen wir erst einmal unsere Bonusaufgabe hinten ab. Ja, die haben wir, aber wir setzen den Level noch fort. Ich will noch ein bisschen weiter suchen. Ah, hier haben wir auch nichts. Mann. Eine neue Wolke, aber auch hier keine Spur von roten Münzen. Egal, wo wir hingehen. Ah, hier ist diese Zeit-Challenge. Also ich glaube, sobald wir diese Zeit-Challenge abgeschlossen haben, bewegen sich doch auch hier unten die Shy Guys. Also fangen wir das doch einfach mal hier an. Oder fangen wir mal diese Challenge hier an. Ah, die war ja nicht ganz so hart. Ah. Jo, haben wir nochmal bestanden. Mussten wir jetzt zwar nicht, aber egal. Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's nichts zu sehen. What shall we do? Vielleicht hier irgendwo unten? Ich lass mich mit dieser Blume nochmal nach unten kippen. Hey, da ist auch nichts. Ich nach unten kippen, nach unten fallen, meine ich natürlich. Hier haben wir das letzte Mal aber schon gestampft. Da war diese Blume, genau. Ja, ich könnte mir wirklich nur vorstellen, dass hier irgendwo in diesen unteren Segmenten, also hier am Rand irgendwo, dass da noch Blumen sind, nicht Blumen sind, Fragezeichen, Wölkchen sind, die halt wirklich sehr, sehr übel versteckt wurden, einfach nur. Ansonsten war ich ja wirklich an jedem Eck. Okay, also hier schießen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen rum. Aber erstmal holen wir uns die Eier hier vorne natürlich. Kann man hier mit den Blumen noch irgendwas machen vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. Ist hier irgendwas? Kann man hier noch springen? Ha, es wäre echt schön, wenn man diese Fragezeichenwölkchen irgendwie ein bisschen früher sehen würde. Oder wenn man irgendwie einen Indikator dafür hätte, wo die überhaupt sind, diese Wolken. Teilweise sind die echt so irgendwie an so fiesen Ecken und Enden, dass man die nur absolut mit Glück findet. Und Glück ist ja eigentlich immer so ein bisschen blöde in Videospielen. Ich mag es eigentlich lieber, wenn man ein bisschen üben kann und wenn man dann in irgendwas besser werden kann und nicht, wenn man einfach nur ratlos irgendwo rumsuchen muss. Beziehungsweise im Suchen kann man natürlich nicht besser werden, aber
wenn man die Wolken halt einfach nur an Stellen verstecken würde, wo man noch ein bisschen Skill für braucht und nicht, wo man per Zufall hinkommt. Das wollte ich gerade damit sagen. Aber hier haben wir auch nichts. Oh, mal hier oben noch lang zu springen. Ja, das Wölkchen hatten wir aber auch schon. Vielleicht hier hinter noch? Nee, auch nix. Macht mich halt so ein bisschen misstrauisch, dass diese Blumen hier so rumfleunken. Oh, und da waren sie! Da musste ich eine Blume aktivieren und unter dieser orangenen Blüte waren dann tatsächlich die letzten roten Münzen. Das heißt, wir können jetzt hier weiter nach rechts gehen und können den Level einfach beenden. Und haben damit wieder ordentlich Knete auf unserem Konto gut gemacht. Zumindest was Blumen und rote Münzen angeht. Ah ja, das ignoriere ich hier alles. Denn da ist auch schon das Ziel und wir laufen nach vorne und springen durch das Ziel. Und haben diesen Level erst einmal erfolgreich beendet. Da haben wir auch den Stempel oben rechts. 124 Blumen haben wir aktuell. Und eine neue Aufgabe bekommen wir natürlich auch. Also das Flaschenhaus haben wir gefunden. Da ist die Blume. Was kommt als nächstes? Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige Folgendes. Rübe. Ich möchte also eine Rübe haben. Gibt es die Rüben? Die gibt es doch hier wahrscheinlich. Ja, und zwar auf der Vorderseite. Und da hätten wir sowieso noch gezwungenermaßen hingemusst. Diesmal konzentriere ich mich übrigens nicht auf das Sammeln von irgendwelchen Münzen oder so, sondern ich konzentriere mich nur darauf, möglichst viele Maulwürfe kaputt zu machen. 75 brauche ich. Also der Fokus liegt einzig und allein auf dem Zerstören von Maulwürfen. Von denen ich möglichst viele wirklich hier kaputt machen möchte. Dann brauche ich hier so einen Eiervorrat. Der Rüben muss ich denn einsammeln? Ach, nur eine einzige. Ach, das geht ja. Ist ja gar nicht so extrem dann. Das hätte ich mir deutlich schlimmer vorstellen können. Ah, da haben wir einen Ballon. Also selbst wenn wir den Ballon zum Platzen bringen, zählt das übrigens anscheinend als umgebrachter Maulwurf. Das ist natürlich ganz nett. Oh, da oben ist noch einer in dieser Paprika oder was das sein soll. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Oder soll das ein Baum sein? Wenn einer von euch Ahnung hat, was das darstellen soll, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht seht ihr da mehr drin als ich. Ich sehe darin eine Paprika und ich bleibe jetzt erst einmal dabei, bis ihr mich gegebenenfalls eines Besseren belehrt. Ich laufe jetzt auch die ganze Zeit am rechten Bildschirmrand entlang. Einfach, weil ich nicht in die Situation geraten möchte, hier hinterher zu hinken. Ah, okay, also die Sonnenblumenpassage haben wir hier auch endlich erreicht. Ich weiß gar nicht, wo wir hier das letzte Mal übrigens Münzen verpasst haben. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran. Oh, zumindest sieht es echt gut aus von den Maulwürfen her. Bisschen Jugendsprache. Vom Maulwurf her. Hinten ist ein Paket. Die Münzen hier schon eingesammelt? Ich weiß es gar nicht. Die da hinten, da hat mir auf jeden Fall eine rote Münze noch gefehlt. Die habe ich diesmal bekommen, also aus diesem Paket da. Die hatte ich hier das letzte Mal, glaube ich, auch platt gemacht, die Kollegen. Die nehmen wir aber trotzdem noch mit. Wo ist denn hier die Rübe? I don't know where the Rübe is. Ach, jetzt kommen diese Passagen, wo wir hier mehr ballern müssen. Ah, und auch wo die Großen kommen. Oh, wir haben alle roten Münzen gefunden. Wie praktisch. Dann haben wir das hier automatisch schon mal mitgemacht. Nein, ich bin in die Schlucht gefallen. Ah.
Dabei wollte ich mich doch darauf konzentrieren, hier die Maulwürfe zu machen. Eigentlich, oder im Hintergrund ist die Rübe. Und wir haben die Rübe getroffen, aber wir machen den Level natürlich trotzdem noch weiter. Denn wir wollen ja hier noch ein bisschen mehr Maulwürfe killen. So langsam werde ich echt ganz gut in dem Zielen, fällt mir gerade mal so auf. Da war ich am Anfang aber wirklich deutlich schlechter. Das Problem ist, manchmal prallen die Eier leider irgendwie vom Environment hier ab. Von der Umgebung. Ich spreche immer so ein bisschen Denglisch die ganze Zeit. Fällt mir gerade mal selber auf. Oh Mann, so viele Maulwürfe. Oh, ich will sie alle kaputt machen. Ich hoffe einfach mal, die Großen geben jetzt hier mehr Punkte. Ah, okay, okay, okay. Kriege ich die beiden hier vielleicht auch noch? Nee, aber die von den Ballons hier, die kann ich noch hochholen. 73 haben wir. Nein! Zwei Stück hätten mir gefehlt. Das gibt's doch gar nicht. Ah, das kommt davon, wenn man nebenbei noch Münzen sammelt. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall die Rübe. Und die Rübe ist ja essentiell für unser Weiterkommen hier. Ach ja, leider nur 60. Und wir haben noch eine Blume verpasst. Irgendwo muss hier noch eine Blume sein. Oder war das die? Ach nee, da bin ich... Ich glaube, das war die, wo ich gerade in die Schlucht gefallen bin. Stimmt. Die hatte ich sogar gesehen. Naja, schauen wir erstmal, wo uns die nächste Prüfung hier hinbringt. Oder das nächste Souvenir. Also, wieder zurück zum Anfang. Juhu, Rübe gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Wie jedes Mal. Plus eins auf unserem Konto. Jetzt möchte er Schmetterlinge haben. Die gibt es ja hier auf der Vorderseite. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich mir fast sicher bin, dass man die hier sammeln muss. Und das scheint sich jetzt tatsächlich zu bewahrheiten. Und die Schmetterlinge, die sammeln wir jetzt auch, aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und es hat euch gefallen. Falls es so sein sollte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. So oder so, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.